und Völkerverwandte. Och samma bisamhälle kommer då att uppträda i stamtavlan väldigt snart igen på olika håll. Ja, dadurch geschieht natürlich, oder dadurch taucht natürlich die das gleiche Vatervolk immer wieder auf in der Stammtafel, also in der Pedigree. Och det är flera som har funnit ut, inte bara jag, utan andra också. Das sind viele, die das herausgefunden haben, neben ihm, dass man ungefähr nach 5 Generationen dann schon in den Inzuchtbereich geht. So dass die Vitalität zwangsläufig nach unten geht. Also er ist dem ausgewichen. Also dadurch, dass er dann fremde Rassen hier auch verwandt hat, die dann auch in den Drohnenlinien auftauchen. Nun möchte ich ein Geheimnis für Sie noch preisgeben. Was ich glaube, ist ganz lustig. Squalle. Squalle. Hier gibt es einen Anatolisk, der heißt A344. Da gibt es eine Linie A344. Senare så dyker den upp. Später tauchte sie auf. Alltså nästa år, året därpå. Nästa år, det här är 1978. Ja. Jag tror det. Om jag säger fel nu så kan jag lika gärna ta någon annan. Jag kan ta A391. Also wenn ich falsch liegen sollte, kann ich auch eine andere Linie nehmen. Till exempel, som ni känner till, 391, ni känner till det. 391er Linie, die kennen wir, die möchte ich jetzt mal als Beispiel verwenden. Ja, ja. Ja. Året därpå så heter den B344. Ja, also vorher, das Jahr vorher ist die B344. Also die jetzt hier auf A344 steht, war 2 Jahre vorher als B344 bezeichnet. Warum und wie änderte er A zu B? Wenn es B ist, ist es die Buckfast-Linie. Ob Sie daran gedacht haben, haben Sie mal darüber nachgedacht? Welche Eigenschaften sollten die Bienen haben, dass sie als Backfassbienen bezeichnet werden? Das ist sehr einfach. Wenn es eine gute Biene ist. Alle Bienen, die gut sind, das sind Backfassbienen. Man kann schreiben, für zu verstehen, wenn man so her. Um es besser zu verstehen, sollte man hier schauen. So sieht man nicht innen. Hier sieht man die Vorderseite. Wenn man die Vaterseite ausschreibt, so sieht man innen. So sieht man in Zucht. Die B132 gibt es oben auf der Mutterseite und unten auf der Vaterseite auch. Und so eine Pedigree kann man nur schreiben, wenn man Schwester, also Drohnen von Schwestervölkern hat. Biodlare som sysslar med avel lyckliga.
Und das macht uns auch glücklicher, also wir werden zufrieden damit sein. Wenn wir kein Skriva Stammtor. Also wenn wir Pedigree schreiben können, dann sind wir zufrieden. Und für Bienen spielt das keine Rolle. Für die Bienen spielt das keine Rolle. So fick jag möjligheten att åka vara med och ordna en expedition till Afrika. Ja, so hatte ich die Möglichkeit, an einer Expedition nach Afrika teilzunehmen. Varroan höll på att erövra Europa. Varroa war gerade dabei, Europa zu erobern. Och ibland så, det vet jag, även forskare, de får känslor i magen. Ja, also manchmal fühlen... Av olika slag. Ja, also manche Forscher empfinden ein Gefühl im Bauch auf unterschiedliche Art. Und er fühlte seinen Bauch, auch wenn ich nicht als Forscher arbeitete, er fühlte, dass er afrikanische Bienen brauchte. Um als Imker weiter zu arbeiten. Nachdem ich gehört hatte, wie die afrikanischen Bienen, die Varroa, also wie sie mit der Varroa zurechtgekommen sind, Bienen, die in Südamerika waren. Ich wusste aber auch, wie gefährlich sie waren. Men det finns fler biraser, bipopulationer i Afrika än i Europa. Aber es gibt mehrere Bienenrassen und Bienenpopulationen in Afrika als in Europa. Och de är inte sönderartade av människor. Ja, also die sind nicht züchterisch bearbeitet, insbesondere nicht genetisch zurückgefahren, also über Inzucht. Det finns åtminstone tre raser som inte flyktsvärmar, alltså ärskant. Ja, alltså det är mindestens tre rasen som inte svärmar. Ja, som inte flyttar när maten blir för då, när det inte finns mat. Okej, alltså det finns mindestens tre rasen die nicht schwärmen, und det finns ingen mat, alltså die nicht schwärmen aus Futternot. Die Kapbiene am meisten unten im Süden. Unicolor auf Madagaskar. Ja, und die Monticola oben in den Bergen, vor allem im Ostafrika. Bruder Adam ist in Tansania. Ja, Bruder Adam ist in Tansania gewesen 1988. Okay, der war Michael van der Zee. Michael van der Zee, der Holländer. Ja, komm mal, der erkenne ihn, wenn Bruder Adam fick sein Doktorstitel. Uppsala. Als Bruder Adam zum Doktor erklärt wurde in Uppsala, traf er Michael van der Zee bei dieser Zeremonie. Und in einem Gespräch mit ihm, so fragte er, also Michael fragte Erik, ob man nach Kenia fahren sollte. Ich werde noch einige fragen, hatte er geantwortet. Und dann machten wir das. Es war ein Mann, der Leiter einer Hilfsorganisation war. Der hatte die Kontakte dorthin. Mit der Regierung und Verwaltung und anderen Kontakten.